Also 9:01 Uhr, der erste Trade heute Morgen, eine Blue Box, eine 10,5er, eine sehr, sehr spezielle. Und für alle, die einen Hedge-Auflösungstrade machen müssen, der Kurs muss in die Vola-Box reinlaufen, bevor er aktiviert wird. Und das könnt ihr sehr schön sehen, nämlich wenn ich ausgeführt bin. Jetzt sind wir in der Blue Box im zweiten. Und das bedeutet für mich, ich gehe jetzt mal auf angepasst. So, zweiter Trade in der Blue Box. Die Blue Box ist wieder das Phänomen, wenn es so ausgeglichen ist, dann ist sie jetzt schon wieder weg. Der Programmierer und Entwickler der Blue Box schaut hier rüber. Christoph sitzt im Nebenzimmer. Sagt, Christoph, wo ist die blaue Box? Wo ist die blaue Box? Also, mal gucken. Wir sind im zweiten Trade, soll uns recht sein, wenn der Markt hier noch ein bisschen rumtänzelt an dem Mittwoch. Jetzt sind wir im dritten. Dritter Trade wird angepasst. So, und wir gehen da auf die 50. Auch das ist klar als Regelwerk. 50. Spannend. Dynamik rein. 45. Bei 50 gehen wir raus. Das ist die Middle Number. Wir haben auf der linken Seite die Vola-Box, für die, die den Hedge-Auflösungstrade machen müssen. Links die Vola-Box. Noch ist die Vola-Box nicht aktiviert. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8.32 Uhr, 18. August 2021. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Und wie immer blicken wir auf den rechten Bildrand und sehen 15.900 als Big Number Einstieg. Und das war's. Wir haben heute eine Kurslücke, ein Gap um bei der Big Number. Wir blicken einmal, ich mache es ein bisschen kleiner, wie war die Trading Range gestern? Vom Tief zum Hoch, 130, also Normalität. Und jetzt hier auf den Minutenchart. Also die erste Box ist jetzt bei 15.907. 25 Punkte haben wir. Boxgröße hier, 39, 15. Gab es eine schöne Box gestern Abend. Ja, ansonsten waren gestern 33, die treten wir nicht. Dann gab es eine 23er, die hätte man sauber machen können. Und die gestern Morgen um die 22er Box. Gut, Vola-Box. Jetzt kommt für die Damen und Herren, die einen Hedge-Auflösungstrade machen und sich vorbereiten. Also wir haben heute ich gehe mal auf 5 Minuten. Hier war gestern die Möglichkeit. Und wo sieht es denn heute aus? Wo kommen wir rein? Also 15.958. Also wir sind jetzt bei 15.926. Das wird also der Bereich sein, 15.926.
ist jetzt der Kurs und 15,958 wird die Box reinkommen. Ich zeichne das hier schon mal ein. 58 ist hier circa. So. Dann gehen wir wie jeden Morgen einmal in die großen Zeitebenen rein. Und fangen heute mal Zickzacklinie ganz oben an, nämlich beim DAX. So, Daily Basis Long, 4 Stunden sind wir Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also im DAX sieht alles in Richtung Long aus. Nächster Markt ist Gold. Gold auf Daily Basis Short. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 auch hier Long. Öl, Daily Basis Short und nach wie vor, ich zeige dir das jeden Tag an, hier müssen wir runter. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short. 15 Long und 5 Minuten auch Long. Technologiebörse Nasdaq. Daily Basis. Oben der Deckel drauf. 4 Stunden Short. Stunde Short. 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also hier eher unentschieden. S&P 500. Einmal ein Blick. Daily Long. Wie eine Schnur hier herangezogen. 4 Stunden. Long, Stunde Short, 15 Short, 5 Minuten, 15 Long und 5 Minuten Short. Ja, auch da nicht eindeutig. So, dann gehen wir runter und gucken einmal auf Bitcoin. 45.000, auch da hat sich bisher nichts ergeben. 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten Long. Ethereum bei 3066, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 5 Minuten Long. So, das kurz mal zur Wetterlage. Und wir haben die erste DAX-Falle platziert bei 15.907, warten eventuell auf eine Blue Box oder warten auf eine Vola Box um 9 Uhr.